Ende der 90er erschufen drei Brettspieler aus dem Nordosten Amerikas ein Strategiespiel, was es mit Command & Conquer sowie Warcraft aufnehmen sollte. Bereits ihr Erstlingswerk zementierte den Grundstein eines 700-Millionen-Dollar-Franchise. Ihr folgender Schachzug sollte World of Warcraft die Stirn bieten und Microsoft eine milliardenschwere Cash-Cow liefern. Doch noch vor dem Launch dieses MMORPGs schloss der Redmonder-Konzern das texanische Studio. Die Rede ist selbstverständlich von Ensemble Studios, den Schöpfern der Age of Empires und Halo Wars-Reihe. Komm mit auf eine Reise in die 90er und erleb den Aufstieg und Fall der Echtzeitstrategiespielexperten. God Games prägten den Anbeginn der 90er, ein Videospielgenre hauptsächlich etabliert durch Peter Molyneux's Populous, Will Wright's SimCity und Sid Meier's Civilization. Letztgenannter diente ebenso als Brand von Microprose's Strategiespielpalette. Sid Meier's Name prangte auf Pirates, Railroad Tycoon, Colonization und vielen mehr. Er sollte durch eine Reihe erfolgreicher Titel Qualität suggerieren. Hinter den Kulissen erledigte aber häufig jemand anders Sids ungeliebte Aufgaben. Diese Person war in den ersten Jahren Bruce Shelley, Sid Meiers rechte Hand. Bruce' frühere Arbeit bei Avalon Hill und deren 1830 Brettspiel ließen Microprose's Railroad Tycoon zu dem hochkarätigen Titel werden, den Käufer aus den Regalen rissen. Genauso waren es die täglichen Matches zwischen Bruce und Sid, die Civilization zum Erfolgskonzept formten. Doch wie Sid Meier stieg auch Bruce Shelley eines Tages bei Microprose aus, hauptsächlich wegen Microprose geringer Besoldung und weil seine Frau einen gut bezahlten Job in Chicago annahm. Auf diese Weise schrieb Bruce vorübergehend Strategy Guides für Primer Publishing. Viele Jahre zuvor, als Bruce noch die Uni besuchte, freundete er sich im Brettspielclub der Universität von Virginia mit Rick und Tony Goodman an. Deren Vater fixte die Goodman-Brüder bereits im jungen Alter mit Puzzlen an, Programmieren zu lernen. Als Tony dann Jahre später während seines Studiums mit Narkolepsie diagnostiziert wurde, brach er dieses ab und unterstützte seinen Vater beim Entwickeln von Algorithmen zur Prognose von Aktienkursen. Aber es war ein Geschenk seines Bruders Rick in Form der Datenbankentwicklungsumgebung Paradox, dass Tony die wahre Anwendungsmöglichkeit der Programmierung erkennen ließ. Mit Hilfe von Paradox schrieb Tony einen Application Generator, der es benutzerfreundlich ermöglichte, Datenbankanwendungen zu erzeugen. Auf Basis dieses Command Center getauften Programms gründete Tony mit vier Schulfreunden 1990 die Ensemble Corporation, eine Firma, die bereits 1992 zu den erfolgreichsten 500 der USA zählte. Doch seitdem Tony in der 6. Klasse das Pen-and-Paper-Rollenspiel Monsters Monsters spielte, schrieb er eigentlich die Spielentwicklung an. Zunächst Brettspiele und dann Videospiele. Seine Ensemble Corporation diente ihm lediglich zur Kapitalbindung und Erfahrungssammlung. Weshalb Tony 1995 zusammen mit Angelo Lordon, einem ebenfalls spielebegeisterten Programmiererkollegen, begann Dawn of Man zu schreiben. Der Grund, warum Tony nicht früher damit anfing, lag unter anderem an MS-DOS. Denn unter Microsofts erstem Betriebssystem Spiele zu entwickeln, bedeutete zunächst Treiber für Maus, Soundkarte und all den anderen Kram programmieren zu müssen. Dinge, die aus Tonys Sicht nichts mit Videospielentwicklung zu tun hatten. Als diese Ära dank Windows endete, setzte Tony seinen Plan in die Tat um. Seine Vision für Dawn of Man entsprach einer Art Survival-Game. Als Schiffbrüchiger landete der Spieler auf einer Insel und versuchte Rohstoffe zum Bau eines neuen Schiffs zu sammeln. Dabei stieß er ebenfalls auf Einheimische, die sich teilweise als feindlich entpuppten.
dank Brad Crow, einem Frischling, der gerade vom Art Institute of Dallas kam, aber Tony innerhalb einer Viertelstunde mit seinen Ideen umhaute, erhielt dieses Werk die Optik eines epischen Kriegsfilms wie Spartacus oder Alexander the Great. Ein Look, der bis zum finalen Release bestehen sollte. Tony bat Bruce bereits bei den Grundelementen der Videospielentwicklung um Rat und bot ihm zwischenzeitlich einen Job als Designer Dawn of Mans an. Aber erst mit dem Angebot, Bruce könne von zu Hause in Chicago aus arbeiten, während das restliche Team in Dallas verweilte, stimmte der Ex-Microprosler zu. Damals war der Homeoffice-Ansatz äußerst ungewöhnlich, aber Tony wusste, er bräuchte jemanden namhaften wie Bruce, um den Ball ins Rollen zu bringen. Auch wenn Bruce integral für die spätere Gewinnung eines Publishers sein würde, kam der Wendepunkt Dawn of Mans durch jemand anders. Denn bis dahin stand für Ensembles Team das tatsächliche Genre nicht gänzlich fest. Im Raum standen Dinge wie rundenbasierende Eroberung à la Civilization oder eher eine Simulation wie SimCity. Das heißt, bis Ensemble Studios zweiter Programmierer Timothy Dean eines Tages mit Warcraft 2 zur Tür reinkam und das Team drängte, es zu spielen. Aus dieser Anregung entstand der Gedanke eines Echtzeitstrategiespiels im Command & Conquer-Stil. Jedoch mit historischem Rahmen und dem technologischen Hintergrund Civilizations. Ein Artikel über kommende Echtzeitstrategiespiele des Computer and Video Games Magazines bestärkte die Truppe weiter, denn er listete 50 RTS auf, von denen lediglich Cavedog Entertainment's Total Annihilation und Auron Development's Dark Reign herausstachen. Was sie jedoch alle vereinte, war ein bewährtes Science-Fiction- oder Fantasy-Theme. Keines dieser RTS setzte auf einen historischen Hintergrund. Für das Ensemble-Team gedieh das zu einem großen Vorteil, denn abgesehen der offensichtlichen Marktlücke besaßen potenzielle Spieler bereits ein Verständnis für das, was sie sahen. Ihre Forschung betrieb das Ensemble-Team in der lokalen Bibliothek und das, so unglaublich es scheinen mag, größtenteils durch Kinderbücher. Denn die boten durch ihre unzähligen Bilder die beste optische Orientierung und außerdem versteiften sich Kinderbücher nicht auf überflüssige Details, was wichtig war, da ihr Spiel mehr Entertainment als Bildungssoftware werden sollte. Um später mehr Spielraum für eventuelle Fortsetzungen zu haben, beschloss das Team während dieser Forschung mit ihrem Imperienbau in der Urgeschichte zu beginnen und ihn bis zur Antike zu führen. Wodurch auch der finale Titel des Spiels gefunden war, Age of Empires. Mit dem feststehenden Genre sezierte das Ensemble-Team die Konkurrenzprodukte, denn ihnen war klar, ihr Age of Empires müsste mit den kommenden Echtzeitstrategiespielen mithalten können. Zusätzlich zu diesen Mindestanforderungen ihres kommenden Spiels schrieben sie eine Chancenliste, also alles, was die konkurrierenden RTS nicht boten und Age of Empires vom Klonstatus abhob. Der realistische, organische Look einer farbenfrohen Welt, wie Tony ihn diktierte, war bereits ein guter Schritt gegenüber den düsteren Welten oder Comic-Look der Konkurrenz. Diesen erweiterten sie durch lebendige Wildnis mit umherstreifenden Tieren, multiple Wege zum Sieg, eine auf vier Rohstoffen basierende Wirtschaft und echte Schwierigkeitsgradwahl. Denn damalige künstliche Intelligenzen schiedeten überwiegend ihre Siege herbei, indem Einheiten aus dem Nichts erschienen oder ähnliches. Eines der wichtigsten Features dieser Liste wurden jedoch die von Bruce geforderten zufällig generierten Welten. Denn vorbestimmte Karten, wie in Warcraft, verwandelten ein RTS in eine Schachpartie. Zufallskarten gestalteten es eher wie Poker. Man spielte mit dem, was man ausgeteilt bekam. Diese Grundlage für Meereskarten, Kontinentalkarten, waldreiche Karten und so weiter förderte obendrein den Erkundungseffekt, welchen bereits Sid Meier's Civilization prägte. Als das zwischenzeitlich 16-köpfige Team im Frühling 1996 ihren Prototypen vollendete, gingen Tony Goodman und Bruce Shelley auf Publisher-Suche. Sie begannen mit kleinen, wie dem ebenfalls in Dallas ansässigen Seventh Level und arbeiteten sich auf ihrem Roadtrip durch die USA bis zu Electronic Arts, Hasbro Interactive und Microsoft vor.
Letzterer war ganz klar Tonys Wunschpartner. Denn Microsoft unterhielt durch ihre Softwarepalette ein Vertriebsnetz in Deutschland, Frankreich, Spanien, Asien, Südamerika, Japan und natürlich den USA. Kein anderer Publisher bot einen derart erdumspannenden Vertrieb. Schließlich musste Ensemble Studios mit der gestiegenen Featureliste mittlerweile wohl eher 400.000 als 100.000 Exemplare von Age of Empires verkaufen. Auch wenn Bruce Name und die daran gekoppelten Railroad Tycoon und Civilization Games Microsofts Interesse weckten, machten auch die Redmonder nicht vor der typischen Verhandlungstaktik halt. Publisher wie sie, Electronic Arts oder Activision wussten, dass Entwicklerfirmen wie Ensemble sie brauchten, um in die Regale von Ketten wie Best Buy, Toys R Us oder Walmart zu gelangen. Sie wussten ebenso, dass ihren Vertragspartnern über kurz oder lang das Geld ausgehen würde, weshalb jeder Publisher mit dem unverschämtesten Angebot begann und die Verhandlung absichtlich über Monate oder sogar Jahre hinzog. Aber genau da bissen sie bei Tony auf Granit. Denn die Ensemble Studios waren zu dem Zeitpunkt lediglich eine Reihe von Cubicles innerhalb der Ensemble Corporation. Zweitere war 1996 Marktführer der Corporate Information Technology und zählte zu einer der Inc. 500 Firmen, wodurch Tony in puncto Verhandlungen keinerlei Zeitdruck verspürte. Effektiv schlug er dadurch die vermutlich größte Gewinnbeteiligung raus, die Microsoft je einem Vertragspartner zusicherte. Lediglich die IP-Rechte für Age of Empires mussten die Ensemble Studios an Microsoft abtreten. Mit der folgenden Vertragsunterzeichnung verkaufte Tony obendrein die Ensemble Corporation 1997 an die US Web Corporation, um sich gänzlich der Spielentwicklung widmen zu können. Der potenzielle Vertrieb in Regionen wie Asien warf jedoch neue Probleme auf. Denn im Zuge der Übersetzung fiel auf, dass Age of Empires keinerlei asiatische Kulturen umfasste. Aus diesem Grund gesellten sich quasi auf halbem Wege europäische, afrikanische Kulturen und Stämme des Mittleren Ostens hinzu, was die Gesamtzahl auf 12 Kulturen anhob. Jede dieser selbstverständlich mit eigenem Technologiebaum und individuellen Vorteilen. Manche hatten bessere Soldaten, bessere Schiffe, Priester oder wirtschaftliche Vorteile. So erhielten die Sheng beispielsweise schnellere Dorfbewohner, welche ihre Kultur zu effizienten Rohstoffsammlern machte. Vor allem durchlief jede Kultur jedoch 4 Ages. Genauer gesagt die Altsteinzeit, die Jungsteinzeit, die Bronze- und die Eisenzeit, wodurch die zusätzlichen Kulturen vor allem für die Grafikkünstler-Ensembles viel zusätzliche Arbeit bedeuteten. Age of Empires erhielt 20 MB Sprite-Grafiken. Auch wenn diese ausschließlich als 2D-Grafik mit maximal 100 Pixeln Kantenlänge ausgegeben wurden, entschied Art Director Tony Goodman, sämtliche Modelle in 3D-Studio zu produzieren. Weshalb jeder Grafikkünstler 2 Pentium Pro-Rechner mit 200 MHz und 128 MB RAM erhielt. Die fertigen Autodesk-Animationen verfeinerte ein 2D-Spezialist anschließend in zeitraubender Frame-für-Frame-Überarbeitung per Hand in Photoshop, um die finale visuelle Qualität zu erreichen. Beim folgenden Balancing der Kulturen und individuellen Einheiten erwies sich Programmierer Tim Dean erneut als wahrer Gamer. Wann immer eine Iteration des Spiels einer Kultur einen außergewöhnlichen Vorteil einbrachte, fand Tim diesen. Glaubte der Rest des Teams seinen Worten nicht, wischte er im folgenden Match genau dank diesem Feature den Boden mit seinen Kollegen auf. Obwohl sich das unterhaltsam anhört und das ursprüngliche Ensemble-Team aus Single-Männern bestand, die freitags bis tief in die Nacht Quake gegeneinander spielten und samstage ebenfalls gemeinsam im Apartment eines bestimmten Kollegen verbrachten, gedieh ganz 1997 zum ununterbrochenen Crunch. Vom ursprünglichen Weihnachten 96 bis zum eigentlichen Oktober 1997 Release schob das gesamte Team 100 Stundenwochen. Eine Tortur, die sich jedoch voll und ganz auszahlte. Age of Empires heimste eine Durchschnittswertung von 85% ein und Microsoft ging zum Weihnachtsgeschäft sogar die anfänglich produzierten 650.000 Exemplare aus.
1998 stiegen die Verkäufe Ensemble Studios ersten Spiels auf über 1 Million, 1999 2 Millionen und zum Millenniumswechsel durchbrach es sogar die 3-Millionen-Grenze. Das nicht nur bei den 14- bis 28-jährigen männlichen Hardcore-Gamern, sondern ebenso älteren, Frauen sämtlichen Alters und Casual-Gamern. Mit ihrem ersten Spiel erschufen die Texaner bereits einen von Microsofts größten Kassenschlagern. Abseits dieses triumphalen Erfolges lief hinter den Kulissen nicht alles so rosig ab, wie es schien. Die beiden eigentlichen Designer, Brian Sullivan und Rick Goodman, einigten sich zwar auf das Konzept, also durch Erreichen einer bestimmten Technologie in das nächste Zeitalter vorzudringen, doch schritten sie darum, wie viele es sein sollten. Rick forderte 7 und wollte somit in der Urgeschichte beginnen, während Brian die Zeitlinie kürzer und fokussierter halten wollte, was zu den ausgelieferten 4 Zeitaltern führte. Rick gab nach, weil die Umsetzung seiner Vorstellung viel zusätzliche Arbeit erforderte. Arbeit, die er im Anschluss an den Age of Empires Release jedoch leisten wollte. Deshalb zog Tonys Bruder zurück in seine Heimatstadt Cambridge, Massachusetts und gründete dort im Januar 1998 Stainless Steel Studios. Seine Version Age of Empires wurde 2001 durch Publisher Sierra Online zu Empire Earth. Ein Echtzeitstrategiespiel, das sich über 14 Zeitalter von 500.000 vor Christi bis ins Jahr 2500 nach Christi hinzog. Dabei umfasste es zeitgleich 21 statt 12 spielbare Zivilisationen und ging, wie Rick es beschrieb, keine Kompromisse für eine leicht zu bedienende Benutzeroberfläche ein. Käufer der damaligen Ensemble Studio Spiele vermuten zweifellos, das Studio wäre umgehend zur Produktion von Age of Empires 2 übergegangen. Aber tatsächlich lag dazwischen eines von Ensembles unzähligen eingestellten Projekten, Sorcerers. Ein Fantasy-Strategiespiel mit starken Story-Elementen. Sorcerers sollte auf einem Planeten spielen, der nicht rotierte. Wodurch eine Seite des Planeten ständig der Sonne zugewandt war und ausschließlich von reptilienartigen Feuerkreaturen bewohnt wurde, während die abgewandte eiskalte Seite von Eisgeistern heimgesucht wurde. Ausschließlich in der Twilight Zone, einem schmalen Landstrich zwischen diesen Hälften, lebten Menschen. Einen dieser Menschen verkörperte der Spieler, dessen Aufgabe darin bestand, beide Nationen gegeneinander auszuspielen. Die Sorcerers-Kampagne hätte damit geendet, dass der Planet einen Mond gebar, somit zu rotieren begann und alles in die Twilight Zone verwandelte. Ideengeber und Projektleiter dieses Anfang 1997 entstandenen Spiels war Sandy Peterson, ein Game-Design-Veteran ähnlich Bruce Shelleys. Wohingegen Bruce sich in jungen Jahren jedoch Brettspielen zuwandte, entwarf Sandy bei Chaosium Pen-and-Paper-Rollenspiele wie Call of Cthulhu oder RuneQuest. Anschließend arbeitete er wie Bruce unter Sid Meier bei Microprose und steuerte Civilization, zum Beispiel die Elvis-Spezialeinheit, bei. Mit dem Leveldesign von Doom, Doom 2 und Quake für id Software vollzog Sandy eine mindestens genauso beeindruckende Karriere wie Bruce, was ihm die Stelle bei Ensemble Studios einbrachte. Bedauerlicherweise beraubten Age of Empires 2's Probleme Sorcerers des gesamten Teams, weshalb Sandy als sein Team nur noch aus einem einzigen Kollegen bestand, das Projekt einstellte und stattdessen das Age of Empires Erweiterungsset Rise of Rome vorschlug. Bei Pen-and-Paper-Rollenspielen, wie Chaosium sie produzierte, kostete das Basisset meist $20 und den eigentlichen Reibach scheffelte die Firma durch Erweiterungen wie Monsterhandbücher, Abenteuer etc. Weshalb Sandy genau das mit Rise of Rome im Sinn hatte. Microsoft hielt die Idee für bescheuert und entgegnete, damit ließe sich kein Geld verdienen. Glücklicherweise gelang es Sandy und Tony, die Redmonder vom Gegenteil zu überzeugen, da es weniger Entwickler und ebenso weniger Monate Arbeit bedurfte. Tatsächlich kauften 35% der Age of Empires 1 Spieler die römische Erweiterung,
was sie, bemessen am Entwicklungsaufwand, zum profitabelsten Spiel in Microsofts Firmengeschichte machte und Microsoft in den Folgejahren immer wieder Erweiterungssets bei Ensemble Studios anfragen ließ. Ebenso wie das Sorceress-Projekt mag es den ein oder anderen überraschen, dass Age of Empires 2, Age of Kings durch ein vorwiegend anderes Team entstand. Lediglich Angelo Lorden blieb bei seiner Position als leitender Programmierer. Tony trat seinen Art-Director-Posten an Brad Crow ab, Ensembles ersten Grafikkünstler, und widmete sich stattdessen voll seinen CEO-Tätigkeiten. Selbiges galt für Bruce, der zwar weiterhin die PR aller folgenden Age Games übernahm und noch den ein oder anderen Text fürs Spiel schrieb, aber nicht mehr am täglichen Designprozess teilnahm. Er bekleidete fortan ebenfalls eine Managementposition. Brian Sullivan stieg zum Produzenten auf und statt ihm übernahm Mark Terrano für Age of Empires 2 die Rolle des leitenden Designers. Mark diente während des ersten Spiels noch als Communications Programmer und kam gegen Ende der Age of Empires 1 Entwicklung auf die Idee der Armageddon Clock, bei welcher der Spieler gewissermaßen alles fallen ließ und auf eine neue Herausforderung reagieren musste. Mit dem Aufstieg der alten Crew füllten selbstverständlich neue Talente wie Programmierer Dave Pottinger oder Designer Ian Fisker die unteren Ränge auf. Nichtsdestotrotz folgte das Team selbstverständlich weiterhin Tony Goodmans groben Plan, von dem ein Grundsatz lautete: investiert die meiste Zeit in das, was der Spieler überwiegend sieht. Was zum eher fotorealistischen Look des Spiels und deutlich aufwendigerer Landschaftsgrafik von Age of Empires 2 führte. Matthew Pritchard schrieb bereits auf halbem Wege durch Age of Empires 1 Angelos ursprünglichen Engine-Code in Assembler neu und steigerte damit die Framerate des ersten Spiels von 20 auf 55 FPS. Zu der Zeit hatte Matthew noch einen Pentium 1 mit 166 MHz und zu Hause lediglich ein 486er. Als der Nachfolger entstand, kamen Pentium 3 Systeme mit 500 MHz auf den Markt, wodurch das Team die Option erhielt, die ikonischen Größenverhältnisse der Bewohner und Gebäude auf ein realistisches Verhältnis zu bringen. Bauten erlangten mehr Details und wirkten umso beeindruckender, wenn sie zu Schutt und Asche zerfielen. Zudem konnten Figuren somit in Gebäude laufen, was designtechnisch selbstverständlich das ein oder andere Problem mit sich brachte. Am häufigsten blickte der Spieler jedoch auf Gras, Erde und Wasser, weshalb Matthew Tile-Blending und Alpha-Blending einsetzte. Also gewissermaßen Landschaftstypen miteinander verschmelzen ließ. Für Age of Empires 1 erzeugte Brad noch Übergangsbausteine, die einen Wechsel von Gras zu Dreck oder Wasser zu Strand schufen. Für den Nachfolger kombinierten Brad und Matt mehrere Texturebenen. Auf diese Weise entstanden nahtlose Dreck- oder Grastexturen, auf denen handgezeichnete Risse, Äste und Felsen prangten. Übergroße Super-Tiles von 10x10 Ausmaßen sorgten zudem für abwechslungsreiche Details der Landschaften. Durch die fortschreitenden Zeitalter des ersten Teils ergab sich das Mittelalter mit seinen Rittern und Burgen automatisch als Austragungsort von Age of Empires 2. Ein deutlich beliebteres Szenario gegenüber den Griechen und Römern des Vorgängers. Die Millionen-Dollar-Frage war hingegen, bei der bewährten Spielformel bleiben oder eine kühne neue Richtung einschlagen. Denn es gab eine nicht unmerkliche Liste an Traumfeatures. Aus internen und Spielerwünschen entstanden Themen wie Handel außerhalb der Karte, erneuerbare Rohstoffe, Kampfausrichtung, ausgeklügelte Diplomatie, Religionssysteme und vieles mehr. Parallel dazu stand Tony mehr als ein halbes Jahr nach Entwicklungsbeginn immer noch in Verhandlungen mit Microsoft über die Konditionen ihres potenziellen Nachfolgers. Ähnlich des ersten Schlagabtauschs für Age of Empires 1 behauptete der Redmonder Konzern, Teil 1 habe sich lediglich durch ihr Marketing so gut verkauft. Zur Qualität des Spiels habe das keinerlei Bezug. Weshalb Tony eine Statistik sämtlicher Microsoft-Spiele ausarbeitete, die aufzeigte, wie alle, ausgenommen von Flight Simulator, im Vergleich versagten.
Dazu äußerte er die Frage, warum Microsoft diese Spiele dann nicht auch derart gut vermarktete. Das eigentliche Problem hinter derartigen Aussagen Microsofts lag jedoch in deren Firmenstruktur begründet. Denn die einzelnen Abteilungen des Konzerns agierten unabhängig voneinander und deren Mitarbeiter erhielten Boni auf Basis ihrer Leistungen. Was bedeutete, Microsofts Vertragsabteilung musste Ensemble Studios schlechte Konditionen anbieten, um selbst einen Bonus einzustreichen. Weshalb Tony die schwierige Entscheidung traf, die Entwicklung Age of Kings zu pausieren und so möglicherweise das Weihnachten 1998 Erscheinungsdatum zu verpassen. Beim folgenden Besuch von Microsofts Produktionsteam in Dallas begegneten die Anzugträger so einer Belegschaft, die Tischtennis, Billard und allerhand Brett sowie Videospiele spielte, jedoch nicht an Age of Empires 2 arbeitete. An dem Punkt rastete Microsofts Vertriebsabteilung aus, denn Ensemble Studios Spiele machten 60% ihrer gesamten Spieleverkäufe aus und Age of Empires 2 besaß das Potenzial, diese zu verdoppeln. Eine Woche später unterschrieb Tony den Age of Empires 2 Vertrag zu seinen Konditionen. So geschickt sich der CEO bei Verhandlungen anstellte, so sehr überschätzte er die Leistung seines Studios. Sein erster, nie unterschriebener Vertrag mit Microsoft sah 8 Spiele über 4 Jahre vor. Tatsächlich brauchte Ensemble Studios aber bereits 4 Jahre für ihr Debütprodukt. An dem Punkt überschätzte sich das Team erneut und glaubte, dank vorhandener Engine und Tools, für Age of Empires 2s Verbesserungen wie größere Karten, bessere Grafik, Sprachausgabe usw. lediglich 1 Jahr zu benötigen. Eine Zeitspanne, in der Programmierer Dave Pottinger unter anderem ein kompliziertes Formationensystem aus einem rundenbasierenden Wargame adaptierte. Doch als sich der angestrebte Weihnachten 1998 Release näherte, realisierte die Ensemble-Mannschaft, die Aufgabenflut unterschätzt zu haben. Age of Empires 2 entwickelte sich in unterschiedliche Richtungen, verfügte nicht ansatzweise über die Qualität des ersten Spiels und würde sich vermutlich 1 Jahr verspäten. So flogen Features wie Daves komplexes Formationssystem wieder raus und das Team konzentrierte sich auf Kernmechaniken der Echtzeitstrategiespiele. Die komplexen Formationen mutierten zu automatischen, bei denen der Spieler eine beliebige Einheitenmasse selektierte und das Spiel automatisch die beste Formation bildete. Also die stärksten Einheiten an der Spitze und Schutzbedürftigen hinten anstellte. Obwohl die Ensemble-Mannschaft das Problem rechtzeitig erkannte und beseitigte, blieb das Problem der zeitlichen Zusage gegenüber Microsoft. Weshalb Sandy Sorcerer's Team die Mitarbeiter verlor und er ein kleineres Team zur Produktion von Rise of Rome für Weihnachten 98 leitete. Abseits der automatischen Formationen gesellten sich dabei auch UI-Innovationen wie ein untätigen Bewohner finden Button oder eine Stadtglocke, um die Bewohner zur Verteidigung zusammenzurufen, hinzu. Die aber vermutlich größte Kritik des ersten Sprosses lag in der KI der Computerkontrahenten und dem Pathfinding. Es spielte keine Rolle, dass konkurrierende Echtzeitstrategiespiele noch mieseres Pathfinding besaßen, das sich selbst durch Sandsäcke lahmlegen ließ. Age of Empires 2 musste darin besser werden. Weshalb Tony Ironstorm ihren KI-Spezialisten Mario Grimani abwarb, der unter anderem die KI von Dominion Storm Over Gift 3 schrieb. Für Age of Empires 2 entwickelte Mario eine Script-basierende KI, die Sandy Peterson samt Design-Team mit Taktiken zum Kontern von menschlichem Verhalten füllten. Age 2's Pathfinding unterteilte Mario auf 3 unabhängige Pathfinding-Systeme sowie 2 Hindernissysteme. Effektiv berechnete ein übergeordneter Pathfinder fortan die Route über die Weltkarte und niedrigstufige Pathfinder handhabten dann bewegende Einheiten, welche der erste Algorithmus ignorierte. Spielerisch bot das erste Age of Empires lediglich eine Lernkampagne, basierend auf dem ägyptischen Machtaufstieg. Das Team versuchte damals schlicht, den Spieler nicht zu überwältigen. Für Age of Kings realisierten sie, einen Schritt zurückgehen zu müssen. Sie wollten den Spieler innerhalb einer Tutorial-Kampagne lehren, wie die Benutzeroberfläche funktionierte, er Einheiten bewegte, Technologie aufrüstete und Feinde bekämpfte. Diese Funktionen erzählten sie anhand der Geschichte von William Wallace, welcher aus der englischen Tyrannei ausbrach.
diesem einführenden Tutorial ließ Ensemble 4 weitere historische Kampagnen mit je 6 Szenarien folgen, die auf Johanna von Orleans im Hundertjährigen Krieg, Sultan Saladin im Mittleren Osten, Genghis Khan in Osteuropa und Friedrich Barbarossa im Römisch-Deutschen Reich basierten. Bereits während der Age of Empires 1 Entwicklung plagte Ensemble Studios die Raubkopie-Szene. Eine Alpha-Version ihres RTS erreichte 8 Monate vor dem Release den Schwarzmarkt. Zu Ensembles Glück interessierte sich zu dem Zeitpunkt noch keiner für die Spielereihe. Beim Age of Kings Nachfolger verhielt sich das jedoch gänzlich anders. Gerade mal 2 Wochen alte Builds des Spiels fanden ihren Weg durch Beta-Tester, Spielemagazine und ähnliches auf Wares-Seiten. Das ging sogar so weit, dass Koreaner CDs mit Age of Empires 2 brannten und vor der koreanischen Microsoft-Niederlassung verkauften. Ungeachtet dessen verkaufte sich Age of Empires 2, The Age of Kings, bei seinem September 1999 Release dennoch außerordentlich gut. Es war quasi die Hochzeit der Echtzeitstrategiespiele. Blizzard StarCraft war gut ein Jahr auf dem Markt und Westwood Studios lieferte im Vormonat Command & Conquer Tiberian Sun aus. Die von Microsoft initial produzierten 2 Millionen Exemplare Age of Kings waren innerhalb von 3 Monaten ausverkauft und die 3 Millionen Grenze folgte 2000. Aus Sicht des Ensemble Studio Teams war es das perfekte Spiel und für viele Fans das beste Spiel der gesamten Reihe. Eine Meinung, der sich die Spielemagazine anschlossen, mit einer Durchschnittswertung von 92 Punkten und unzähligen Game of the Year Auszeichnungen, schafft es das mittelalterliche Strategiespiel in mehrere Listen der besten Spiele aller Zeiten. Videospielentwickler sind ein äußerst geselliges Völkchen. Entgegen dem, was NDAs heutzutage diktieren, freunden sie sich häufig mit der Konkurrenz an. So führten Matthew Pritchards mexikanische Mittagessen mit id Software's Michael Abrash zum Beispiel zur Performance-Verbesserung der Genie Engine. Genauso freunden sich viele der Texaner mit den Kaliforniern von Blizzard Entertainment an, wodurch die Ensemble-Mannschaft Beta-Versionen von StarCraft, Warcraft 3 und mehr genoss. Einer, der sich besonders für Blizzards Spiele interessierte, war Designer Brian Sullivan. Wie Bruce distanzierte Brian sich durch seine Beförderung immer weiter von der Spielentwicklung. Für Age of Kings Erweiterungsset betrieb er nur noch die PR. Brian wollte aber zum einen zurück in den Graben und außerdem etwas anderes als Echtzeitstrategiespiele entwickeln. Weshalb er im Sommer 2000 kündigte und Iron Lore Entertainment gründete. Deren Debütprojekt wurde Titan Quest. Was gewissermaßen den historischen Gedanken Age of Empires mit einem Action-RPG à la Diablo verknüpfte. Im antiken Griechenland, Ägypten und Babylon rettete der Spieler in diesem epischen Abenteuer die Menschheit. Für besagte Conquerors-Erweiterung Age of Empires 2 fehlte Sandy dieses Mal das brückenschlagende Thema, denn entgegen dem Ende des ersten Spiels stand die Richtung für Ensembles nächstes Strategiespiel längst nicht fest. Weshalb Sandy sich erobernde Völker wie die Hunnen, Spanier, Azteken oder Maya aussuchte. 6 Wochen vor der Fertigstellung der Erweiterung forderte Microsoft dann aber, Koreaner zu implementieren, da Blizzard Entertainment angeblich 3 Millionen Exemplare ihres StarCrafts in Korea unters Volk brachte. Sandys Argumente, die Koreaner seien nie Eroberer gewesen, prallten an Microsofts Vertriebsabteilung ab. So fand die Einnahme Kyotos durch die Koreaner ihren Weg in die Conquerors Expansion. Diesem ersten sollte eigentlich ein zweites Erweiterungsset namens Myths and Monsters folgen, mit dem das Team asiatische Mythologie samt fliegenden Einheiten aufgreifen wollte. Aber diese Ansätze mutierten zu etwas gänzlich anderem. Flugeinheiten, Projektilwaffen und Schildgeneratoren gelangten dafür in den ersten Science-Fiction-Ableger Age of Empires. Passend zum Conquerors-Erscheinen kontaktierte Gary Gaber Bruce Shelley.
Der LucasArts-Produzent diente neben Titeln wie Jedi Knight Dark Forces 2 oder Rebel Assault 2 hauptsächlich als Projektleiter deren RTS Star Wars Force Commander. Für sein neuestes Projekt Star Wars Galactic Battlegrounds beabsichtigte Gary ein Strategiespiel zu konstruieren, in dem der Spieler 200 Stormtrooper oder Battle Droids übers Schlachtfeld kommandieren konnte, wofür er Ensembles bewährte Genie Engine nutzen wollte. Damit Ensemble Studios nicht zu viele Ressourcen von ihren eigenen Projekten abziehen musste, einigten sich die beiden darauf, dass LucasArts die Inhalte entwickelte und Ensemble die Technologie lieferte, sowie das Design testete und Feedback gab. Gary definierte den zeitlichen Rahmen ihres Galactic Battlegrounds von Episode 1 bis 6, wodurch der Spieler sowohl Unterwasserstädte der Gungans bauen durfte, als auch beliebte Szenarien wie die Schlacht von Hoth nachspielen konnte. Technisch übernahm LucasArts dafür die Grundbausteine Age of Empires. Die vier Ressourcenarten Nahrung, Holz, Stein und Gold wurden zu Nahrung, Carbon, Erz und Nova-Kristallen und die drei Siegesarten passten sich ähnlich denen Age of Empires an. So konnte der Galactic Battlegrounds Player alle feindlichen Gebäude zerstören, ein Monument bauen, das es erst ab dem vierten Tech-Level gab, oder mit einem Jedi bzw. Sith alle Holocrons der Karte in seinen Tempel bringen. Statt den 12 bzw. 13 Kulturen der Age Games wählte Gary 5 bekannte Star Wars Fraktionen für die 6 Kampagnen des Spiels, die vom Galaktischen Imperium über Wookies und Gungans bis hin zur Handelsföderation reichten. Die größte Herausforderung des LucasArts Teams wurden die fehlenden historischen Bezüge bzw. ihr Referenzmaterial. So filmte George Lucas die Rebellenbasis aus Episode 4 zum Beispiel in Guatemala. Leveldesigner Kevin Schmidt wollte aber keine zentralamerikanische Architektur ins Spiel übernehmen, weshalb er sich grob an den ursprünglichen Konzeptzeichnungen des Films orientierte. Auf der anderen Seite mussten Spieler hunderte verschiedene Gebäude und Einheiten auf den ersten Blick identifizieren können. Denn wenn sich ein TIE-Bomber näherte, durfte der Spieler nicht stundenlang die Wookiee-Luftabwehr suchen müssen. Weshalb Konzeptkünstler Greg Knight auf bekannte Farben, Silhouetten und Assoziationen zur Problemlösung setzte. Für die Blaster-Cannon der Handelsföderation orientierte er sich so zum Beispiel an der Optik der Destroyer-Droids. Ähnlich problematisch gestalteten sich die Hintergründe der Kampagnen, denn neben den gut ausgearbeiteten Schlachten zwischen Galaktischem Imperium und Rebellenallianz erstreckte sich die Gungan-Kampagne beispielsweise 3000 Jahre vor Episode 1. Als Leveldesigner Steve McManus darin Gungans gegen Naboo kämpfen ließ, strich ihm LucasArts Lizenzabteilung die ersten drei Szenarien um Boss Gallo, da sich die beiden Völker nie bekriegten, wodurch die Gungan-Befreiung aus der Tyrannei zu einer Vereinigung aller Gungans unter Boss Bello mutierte. Mit 300 verschiedenen Einheiten und Gebäuden für Land-, Wasser- und Luftschlachten erschien Star Wars Galactic Battlegrounds im November 2001 für Windows und macOS. Trotz einer 77-Punkte-Durchschnittswertung und eigentlich großer Star Wars-Fangemeinde verkaufte LucasArts nur knapp eine 500.000 Exemplare des Echtzeit-Strategiespiels. Kein Vergleich zu Ensemble Studios Originalen. Ein halbes Jahr vor dem Galactic Battlegrounds Release besiegelte Tony beim Abendessen im Fischcafé von Redmond Microsofts Kauf der Ensemble Studios. Ähnlich des Publishing-Vertrags fürs erste Age of Empires fing Microsoft bereits 1997 mit Übernahmeangeboten an, nannte jedoch nie Zahlen, die Tony in Erwägung zog. Der Ensemble Studios Gründer legte für sich bereits Jahre zuvor fest, das Videospielstudio nicht unter 100 Millionen US-Dollar zu verkaufen. Genau die Summe schlug er beim Blick über den Lake Washington raus. Für Tony setzten sich die 100 Millionen Dollar aus bisherigen Einnahmen, der investierten Zeit und dem Potenzial des Studios zusammen. Letzteres überschätzte Microsoft zu dem Zeitpunkt geringfügig. Denn mit den Age of Empires Verkaufszahlen im Millionenbereich innerhalb der ersten Release-Monate rechneten sie für den nächsten Titel, damit die Verkaufsstatistik würde beinahe 90 Grad in die Höhe schießen.
Sie verstanden nicht, was für eine Anomalie Age of Empires 2 repräsentierte. Streng genommen erreichten Echtzeitstrategiespiele zur Zeit der Microsoft-Akquise bereits ihren Zenit. Westwood Studios' Tiberian Sun verkaufte bereits nur ein Drittel seiner Vorgänger und selbiges galt für Red Alert 2. Blizzard Entertainment sollte mit ihrem Warcraft 3 Reign of Chaos im Folgejahr nochmal einen Höheflug von 3 Millionen Verkäufen erreichen. Aber allgemein neigte sich die Ära der RTS, ungeachtet Microsofts Erwartungen, bereits dem Ende entgegen. Kurzfristig änderte sich durch die Übernahme für Ensemble Studios Mitarbeiter kaum etwas. Zwar gab es von da an Performance Reviews und ein Rangsystem für Angestellte, aber die Ensemble Studios durften in ihren texanischen Büros verweilen und Tony blieb der Studioleiter. Ein Erfolg, der Farsa Interactive Gründer Jordan Weissman zuzuschreiben war. Denn in der Vergangenheit zerstörte Microsoft akquirierte Studios wie Access Software oder eben Farsa Interactive durch die Assimilierung in ihre Firmenstruktur. Weshalb Jordan bei Microsofts Bungie-Übernahme für letztere in die Bresche sprang und deren Erhalt als unabhängiges Studio bewirkte. Ein Sieg, der sich auszahlte und nun den Ensemble Studios zugute kam. Die negative Seite der Übernahme lag jedoch in Microsofts Kategorisierung der Studios. Sandy Peterson leitete parallel zu Ensembles nächstem RTS-Projekt die Produktion eines Ratchet & Clank-ähnlichen Plattformers. Nur dass die Hauptcharaktere dieses BAM betitelten dreidimensionalen Jump'n'Runs Spence und Knuckles hießen. Da Microsoft zeitgleich jedoch Nintendo Rare abkaufte, kategorierten die Redmonder diese als ihr Action-Game-Studio und Ensemble war halt das Strategiespiel-Studio. Weshalb der Konzern BAM einstellte. Ironischerweise wurde Rares folgendes Xbox-Spiel Grabbed by the Ghoulies der Tiefpunkt deren Produktpalette und was danach folgte, war nicht mal mehr ein Action-Game. Das dritte Spiel einer Reihe bedeutet das Ende der Welt. Denn abseits der unmöglich zu erreichenden Verkaufsprognosen wissen die Entwickler zwischenzeitlich, was die Käufer mögen. Daraus folgert aber auch, dass das Verändern oder sogar Entfernen von Features zu wütenden Mails, Forenpetitionen und umgeworfenen Autos auf dem hauseigenen Parkplatz führt. Auf der anderen Seite war Age of Empires 2 bereits ein gigantisches Spiel und Ensemble Studios konnte nicht schlicht mehr Features dranschrauben. Sie mussten etwas rauswerfen und das Spiel grundlegend anders konzeptionieren. Wie radikal diese Änderungen sein sollten, sahen sämtliche Mitarbeiter anders. Worin sich alle einig waren, war 3D-Grafik. Sie sollte eine rotierende Karte und Einheiteninnovationen mit sich bringen. Die Ensemble-Mannschaft hielt tagelange Brainstorming-Sessions über das nächste mögliche Setting ab, denn die meisten guten Themen waren bereits von konkurrierenden RTS erschöpft worden und das typische Erkunden-Aufbauen-Kämpf-Modell wurde trist. Zur Diskussion standen Settings wie Age of Dinosaurs, Age of Mad Max, Age of Submarines oder Age of Vampires. Dutzende dieser Ansätze erlebten echte Konzepte und die Top 5 erhielt sogar Prototypen. Bruce Shelley sah großes Potenzial für ein Zweiter Weltkrieg-Szenario, was es bis dahin noch nicht gab. Etwas, das Konkurrent Relic Entertainment Jahre später mit Company of Heroes erfolgreich anging. Ensemble Studios Kompromisslösung wurden hingegen alte Mythen, denn sie boten ein grobes historisches Gerüst, womit das Team auf ihren Stärken aufbaute, sie konnten gänzlich andere Einheitendesigns ausprobieren und Käufer waren ungefähr mit der Thematik vertraut. Der mittlerweile zum leitenden Designer aufgestiegene Ian Fisker arbeitete heraus, welche Mythologien zugänglich verbreitet und nicht zu kontrovers waren. Ian war in Pittsburgh geboren und studierte an der Pitt englisches Schreiben sowie Politikwissenschaften, bevor er sich bei der Navy einschrieb und sowjetische U-Boote aufspürte. Nebenbei schrieb er hobbymäßig Spiele für seinen Freundeskreis, deren Designs ihm zum Ende seiner militärischen Laufbahn und Age of Empires 1 einen Job bei Ensemble einbrachten. Ians Recherche führte ihn zu griechischer, nordischer und ägyptischer Mythologie, denn keine von diesen diente als Basis einer wichtigen heutigen Religion und trotzdem waren alle bekannt.
womit sogar schon die typische Dreiteilung des Covers von Age of Mythology feststand. Ganz oben auf Ensembles Wunschliste stand eine erstklassige epische Kampagne. Die vorangegangenen Age Games boten mehrere unterschiedliche Kampagnen, weil es im Verlauf der Geschichte schlicht so viele interessante Ereignisse gab. Sie konnten schließlich nicht einfach die Kreuzzüge, den Mongolensturm oder den Hundertjährigen Krieg überspringen. Selbiger Ansatz wäre für Age of Mythologies Kampagnen sehr einfach gewesen, aber Ensemble Studios wollte eine einzige epische Geschichte erzählen und dabei viel Raum für Charaktere und Umgebung schaffen, ohne sich auf endlose Zwischensequenzen zu beschränken. Das größte Problem dieses am Ende 130-seitigen Skripts war die Rechtfertigung dafür, dass Ägypter, Griechen und Wikinger Nachbarn wurden, auch wenn sie geografisch und zeitlich weit voneinander entfernt waren. Zudem wollte das Team bekannte mythologische Erzählungen wie den Trojanischen Krieg oder Ragnarök integrieren. Ähnlich benutzten sie mythologische Charaktere wie Ajax oder Odysseus und dachten sich komplett neue aus wie Protagonist Akanthos oder seinen Antagonisten. Effektiv arbeiteten nun 5 statt einem Content Designer an der Age of Mythology Kampagne. Aber vielen des Teams fehlte schlicht Schreiberfahrung auf dem Gebiet, weshalb sie 2 Trips nach Hollywood unternahmen und dort Talente anheuerten. In Verbindung mit der eigens dafür entwickelten Bang Engine sah der Spieler so zwischen den Missionen Geschehnisse mit Abblenden, Kameraschnitten und weiteren Tricks der Kinematografie. Statt den 6 polygongroßen Figuren des normalen Spielgeschehens arbeiten Ensembles Künstler dafür hochpolygonlastige Versionen der Hauptcharaktere aus und ersetzten sie in den Cinematics. So endete jedes Szenario der Kampagne mit einem Zoom ins Geschehen, was zur Handlungssequenz führte, und das nächste setzte mit einem Zoom heraus ein. Abseits der Kampagne, der entstehenden Engine sowie eines Multiplayer-Online-Services stellte sich generell die Frage, was Veränderung und die neue Mythologie-Richtung bedeutete. Manche Teammitglieder glaubten, es würde ausreichen, Ritter mit Minotauren zu tauschen. Die nächste Gruppe wollte das Konzept komplett umkrempeln und gänzlich auf Gebäude verzichten. So begann das Ensemble-Team mit einer Basisliste von coolen, mythologischen Ideen und erweiterte sie um Gameplay-bereichernde Elemente. Wenn sie dafür einen Spezialeffekt brauchten, schlugen sie in Balfins Mythology oder Addis Hamiltons Mythology nach und guckten, auf welche Kreatur es passen könnte. Dieser Prozess verselbstständigte sich, als das Team entschied, jede mystische Einheit, also Minotauren, Zyklopen, Medusen usw., so bräuchte einen einzigartigen Spezialangriff, wie den Nemean Lion's Roar oder Veggie Spit. Ensembles typische Vorgehensweise, durch tägliche Spielpartien Elemente zu testen, eliminierte dabei Dinge wie Riesenschlange Apep oder den ägyptischen Sandriesen. Sie waren einfach zu schwierig auf den Bildschirm zu bannen. Einhergehend mit den mythologischen Einheiten fanden Götterkräfte ihren Weg in Age of Mythology. Etwas, das sich auf dem Papier gut anhörte und einen zusätzlichen Interface-Button bekommen sollte. Doch in der Praxis entpuppte sich eine Iteration nach der anderen als Fehlschlag. Sie fingen mit Helden an, die um sich herum die jeweilige Götterkraft erflehten, wodurch der Gegenspieler sämtliche Einheiten selektierte und den Helden massakrierte. Was wiederum mit Kommentaren endete wie: Die Helden fühlen sich nicht heroisch an. Obendrein wirkt es merkwürdig, wenn der Held einen rasenden Meteoriten herbeirief, ihn auf den Kopf bekam, aber selbst nicht daran starb. In der folgenden Iteration errichtete besagter Held eine Art Blitzableiter, damit er selbst entkommen und der Feind auf diesen eindreschen konnte. Was sich jedoch als wenig unterhaltsam erwies. Im Anschluss ging Ensemble den Pfad der Konkurrenz, Götterkräfte an Rohstoffe zu knüpfen, was dazu führte, dass Spieler mit starker Wirtschaft unaufhaltsam Naturkatastrophen auf ihre Feinde herabregnen ließen. Es widersprach außerdem Ensembles Philosophie, Strategien kontern zu können. Zur finalen Lösung gedieh letztlich, Götterkräfte nur einmal benutzbar zu machen. So agierten sie wie der Joker eines Kartenspiels. Wenn es nur einen Meteor gab, dann könnte dieser ruhigen Gewissens unzählige Gebäude toasten. Das brachte die Götterkräfteentwicklung beinahe ins Ziel.
Verfeinert wurde die Lösung durch das bereits etablierte Konzept der vier Zeitalter, in denen der Spieler nun neue Götterkräfte erhielt. Da Kräfte auf bestimmten Karten unbrauchbar sein konnten, durfte er mit voranschreitendem Zeitalter selbst die zu verwendende Fähigkeit wählen. Auf diese Weise fanden Tornados, Flüche und die umherstreifenden Wölfe Fimbulwinters Einzug in Age of Mythology. Die 32 Szenarien umspannende Sturz des Dreizacks-Kampagne um Zeus, Re und Odin lobten die Magazine beinahe so hoch wie das gelungene Grafik-Update und den überwältigenden Soundtrack. Age of Mythology sackte beim Oktober 2002 Release erneut Spitzenwertung mit durchschnittlich 89 Punkten sowie Spiel des Jahres-Auszeichnung von unzähligen Zeitschriften ein. Mit rund 1 Million verkauften Exemplaren innerhalb von 4 Monaten lagen die Verkaufszahlen jedoch deutlich hinter Microsofts Erwartungen zurück. Ungeachtet des sehr ähnlichen Namens und Covers zeigten deren Marktforschungen später, die Hälfte der Konsumenten hielt Age of Mythology gar nicht für ein Age of Empires Spiel. Das generelle Problem schien jedoch das Ende des RTS-Genres zu sein. Zahlreiche prominente Artikel schilderten zu der Zeit, alles was möglich wäre, sei bereits versucht worden. Allein Ensemble steuerte zu dem Zeitpunkt bereits 6 Jahre lang Ideen bei und viele Mitarbeiter des Studios fühlten sich diesbezüglich ausgebrannt. Die Einstellungen andersartiger Projekte wie Pirate oder Space Race taten ihr Übriges, immer mehr Angestellte wechselten zu anderen Studios. Mark Terrano, der als Programmierer des Multiplayer-Codes der Genie Engine begann und mit Age of Empires 2 zum leitenden Designer aufstieg, wechselte zum Beispiel als Technical Game Manager zu den Xbox Game Studios. Von dort aus unterstützte er Rare bei der Entwicklung von Conquer, Life and Reloaded sowie Cameo Elements of Power. Bei den Ensemble Studios sorgte das anhaltende Wachstum für eine Veränderung des Firmenklimas. Mit 60 Mitarbeitern zum Age of Mythology erscheinen und 80 zum folgenden Spielrelease verwandten sich die Ensemble Studios langsam von einer großen Familie zu einer fluktuierenden Masse, in der keiner den Namen des anderen kannte. Diese Masse zu einer weiteren Variation der bewährten Echtzeitstrategieformel zu überreden, erwies sich als keine leichte Aufgabe. Dennoch fing ein 7-köpfiges Team rund um Greg Street und Dave Pottinger im direkten Anschluss an Age of Mythology damit an. Greg war einst Ozeanograf gewesen und verbrachte seinen Alltag zuvor häufig knietief im Sumpf oder auf Booten im Golf von Mexiko. Doch mit seiner Professur verbrachte er dann viel Zeit am Computer und stieß beim Surfen auf ein Interview von Bruce, der damals sagte, Ensemble würde Leute ohne Erfahrung als Designer anheuern. Wodurch Greg sich seit Rise of Rome um die Kampagnen Age of Empires kümmerte und das Unit Balancing von Age of Mythology übernahm. Für das mittlerweile angestrebte Age of Empires 3 stieg er nunmehr zum leitenden Designer auf. Greg forderte das Team heraus, ihr kommendes RTS zum bestaussehenden Spiel überhaupt zu machen und das RTS-Genre ein letztes Mal zu revolutionieren. Einen Dämpfer versetzte dem Team zunächst der chronologische Fortschritt der Reihe, denn die anstehende Renaissance mit ihren Musketieren, Pikenieren und Dragonern schien bei weitem nicht so ansprechend wie die vorangegangenen Wikinger oder Samurai. Niemand interessierte sich wirklich für die Kriege der Renaissance oder 1800. Das zeigte auch die geringe Auswahl an Filmen dieser Zeit. Erst der Einfall, das Spiel auf die Kolonisierung Amerikas zu lenken und Inspirationen aufzugreifen wie die Maya-Stätten des Yucatan-Regenwaldes, Piratenschiffe, die Breitseiten auf Galeonen abfeuern, auf Pferden reitende Souks oder die ersten Lokomotiven spornten das Team wieder an. Neben berühmten Filmvorlagen dieser Ära, wie zum Beispiel Der letzte Mohikaner oder Der Patriot, machte das Team Ausflüge zum Smithsonian Museum. Da einer der Ensemble-Mitarbeiter ein Gettysburg-Nachsteller war, erlebten die Entwickler sogar eine Darbietung der sagenumwogenen Schlacht. Das ließ zum einen den Gedanken an Formationen wieder aufleben und gab darüber hinaus Sounddirektor Stephen Rippey die Gelegenheit, echte Geräusche der Artillerie sowie Musketen aufzunehmen.
Wie zuvor bei Age of Kings wuchs das ambitionierte taktische Formationensystem zu einem gigantischen Problem heran. Ensembles erster Ansatz war rein ästhetisch, denn ein vereinzelter Musketier sah bei weitem nicht so beeindruckend aus wie eine ganze Reihe, die in Einklang feuerte. Unglücklicherweise stieß dieses steife Formationensystem beim Testen auf wenig Gegenliebe. Die Ausführung von Kommandos zur Neuformierung dauerte mehrere Sekunden, was Chaos bei den Instinkten der RTS-Veteranen verursachte. Weshalb das Team erneut beschloss, das Feature einzustampfen. Zeitgleich ging das Einheitenbalancing nicht auf. Jeder Militär-Geschichtsexperte kannte die drei Arme des Militärs: Infanterie, Kavallerie und Artillerie, weshalb Ensemble versuchte, damit eine Stein-Papier-Schere-Logik zu kreieren. Kavallerie besiegte Artillerie, Artillerie besiegte Infanterie, Infanterie die Kavallerie. Doch was auf dem Papier gut wirkte, funktionierte im Spiel so ganz und gar nicht. Die Entwickler frisierten die Zahlen, damit Kanonen die Musketiere überhaupt trafen. Aber egal was sie versuchten, es fühlte sich falsch an und sah auch ebenso falsch aus. Weshalb Kanonen schließlich zu etwas Unbesiegbarem gediehen. Nur wenn die Infanterie oder Kavallerie wirklich nah rankam, bezwang sie die Artillerie. Wann immer Kanonen also hinter Mauern verborgen oder von Soldaten umringt waren, hatte der Gegenspieler ein Problem. Vollkommen unabhängig davon hatte Technical Director Dave Pottinger bereits bei Age of Mythology den Einfall gehabt, Zyklopen Einheiten aufheben und auf andere schleudern zu lassen. Als Tony dann parallel zur Age of Empires 3 Entwicklung ihr Wrench-Autorennen einstellte, kam Dave auf die Idee, dessen Physiksystem für Age 3 zu verwenden. Das führte ganz nebenbei zu deutlich besser aussehenden Gebäudezerstörungen. Aber viel wichtiger war der Ansatz, Soldaten anhand eines Stoffpuppensystems durch die Welt schleudern und auf Dächern oder Klippen landen zu lassen. Plötzlich machten Formationen wieder Sinn, denn Musketiere konnten für feindliches Artilleriefeuer ausfächern und sich schützend um die eigenen Kanonen zusammenraufen. Bedauerlicherweise wurde das Feature zu spät gut. Greg hätte im Release gerne noch mehr Gebrauch von Formationen und vor allem Feuerlinien gemacht. Im Verlauf der Spiele und der damit voranschreitenden modernen Historie bemerkten Fans immer wieder kleine Ungereimtheiten. Die Ensemble Studios nahmen Geschichte zwar ernst, doch stand für sie in erster Linie Spielspaß im Vordergrund, weshalb sie ab und zu in Bezug auf was wirklich geschah, cheateten. So verhielt es sich dann auch bei der Wahl der Nationen des Spiels. Abseits der echten Koloniennationen Frankreich, Großbritannien, Niederlande oder Portugal kreierte das Team ein Was-wäre-wenn-Szenario. Denn sie machten Russen und Ottomanen ebenfalls zu solchen. In der Tat gab es dort vereinzelte russische Kolonien und die Ottomanen waren damals eine Supermacht, aber beide besaßen bereits Routen nach Asien, wodurch ihre Kolonisierung eigentlich überflüssig war. Aber für Ensemble war es eine optische Entscheidung. Sie benötigten einen abwechslungsreichen Look gegenüber den eher einheitlichen Briten und so weiter. Im Spielspaß lagen ebenfalls der fehlende Sklavenhandel und die Repräsentation amerikanischer Ureinwohner begründet. Microsoft beschäftigte eine Gruppe solcher, mit denen das Ensemble-Team sich zusammensetzte. Einige von ihnen glaubten, das Spiel könne von ein oder zwei Stämmen als spielbares Volk profitieren. Andere sprachen sich dafür aus, das Spiel auf die europäische Erfahrung zu fokussieren. Am Ende gefiel den Beratern der Gedanke nicht, der Spieler könnte die amerikanischen Ureinwohner auf seinem Eroberungsfeldzug gänzlich auslöschen. Weshalb das Team entschied, sie als Rohstoff auf der Karte zu betrachten und zu einem unzerstörbaren Element machte. Neben dem Ansatz des bestaussehenden Spiels sollte Age of Empires 3 ebenfalls das RTS-Genre revolutionieren. Aber sämtliche revolutionäre Features endeten nach unzähligen Iterationen am Reißbrett. Meist, weil sich das Ergebnis nicht wie ein Age of Empires Game anfühlte. Die einzige große Erneuerung, die sich bis zum Release hielt, war die Heimatstadt. Ein Gedanke, der MMORPGs entsprang. Denn beinahe jeder Ensemble Studios Mitarbeiter spielte von der ersten Beta an World of Warcraft.
So verwandelte sich der Spielercharakter WoWs zum interkontinentalen Weihnachtsmann, der Geschenke verteilte, wenn der Spieler Erfahrung gewann. Durch die Heimatstadt arbeitete das Spiel gewissermaßen mit zwei Technologiebäumen. Abseits der Städte, welche der Spieler im aktuellen Szenario errichtete, züchtet er seine Heimatstadt in Europa heran. Die Technologie, die er dort entwickelte, blieb übers gesamte Spiel hinweg bestehen. So besaß er beispielsweise nicht von Anfang an die Fähigkeit, Docks bauen zu können, sondern musste sie in seiner Heimatstadt erforschen. War das erledigt, konnte er in jeder Partie Docks errichten. Magazine wie GameSpy lobten beim Oktober 2005 Erscheinen die Tiefe des neuen Heimatstadtsystems und sämtliche Zeitschriften waren sich einig, Age of Empires 3 sei das bestaussehende Echtzeitstrategiespiel überhaupt. Mit 82 Punkten Durchschnittswertung lag es zwar 10 Punkte hinter Age of Kings zurück, erhielt aber dennoch Auszeichnungen für das beste Strategiespiel des Jahres. Auch wenn viele die Kampagne als Standard für ein Strategiespiel beschrieben. Die 2 Millionen Verkäufe des zweiten Teils erreichte Age of Empires 3 damit leider erst anderthalb Jahre nach seinem Release. Aber es war immerhin das bestverkaufte Echtzeitstrategiespiel 2005. Bereits seit dem ersten Age of Empires versuchte Tony ein zweites Team aufzubauen und mehrere Spiele simultan zu produzieren. Die ersten Versuche scheiterten, weil das aktuelle Age of Empires Spiel in Schwierigkeiten geriet und alle dort mit anpacken mussten. 2004 hatten sich die Ensemble Studios zeitgleich an beinahe 10 Prototypen versucht, unter anderem einem Unterwasser-RTS. Viele dieser Prototypen entfalteten sich aber in gänzlich anderen Genres. Der langlebigste hatte es auf anderthalb Jahre gebracht. Wrench gehörte zu diesen Versuchen, ein Third-Person-Outdoor-Car-Shooter, den sogar Bill Gates selbst begutachtet hatte. Doch als Tony sich in dem Sommer mit den Kollegen unterhielt, hörte er raus, es sei nicht gerade ihr Traumprojekt. Obwohl das Team glaubte, einen guten Job abliefern zu können, stellte Tony Wrench ein. Denn in seinen Augen verschwendete das Studio Zeit, wenn es seine Mitarbeiter nicht reizte. Ausgelöst durch dieses Gespräch flogen er, Dave Pottinger, Angelo Lorden und Produzent Chris Rippey gut ein Jahr vor der Age of Empires 3 Auslieferung für eine Besprechung über Ensembles Zukunft in Bruce Wahlheimer Chicago. Die meisten Mitarbeiter-Ensembles hatten Echtzeitstrategiespiele zu dem Zeitpunkt satt und wollten das Genre hinter sich lassen, was ebenso für einen Teil der Anwesenden galt. Angelo liebte jedoch Herausforderung, weshalb er das Unmögliche anstrebte. Ein Echtzeitstrategiespiel auf einer Spielkonsole. Was ein idealer Zeitpunkt zu sein schien, da Microsoft in anderthalb Jahren ihre Xbox 360 auf den Markt bringen wollte. Studioleiter Tony Goodman wollte hingegen schon seit Jahren ein MMORPG realisieren, wie Blizzard Entertainment es mit World of Warcraft Ende selbigen Jahres machen würde. Dave strebte wiederum ein Diablo-artiges Action-Rollenspiel mit Weltraumpiraten an, was ideal für das Ensemble-Team schien, um sich gänzlich anderen kreativen Neigungen hinzugeben. So beschloss die Truppe, Ensemble Studios würde erstmals 3 Spiele gleichzeitig produzieren. Angelos und Chris Konsolen-RTS Phoenix, Dave's Sci-Fi-Action-RPG Nova und Tonys MMORPG Titan. Denn wenn Blizzard es gelang, zeitgleich StarCraft, Diablo und World of Warcraft zu handhaben, konnte Ensemble das auch. Chris und Angelo holten für ihren Phoenix-Prototypen Programmierer Tim Dean, Designer Graham Devine sowie Grafiker Colt McAnlis ins Boot. Graham versauerte bis dahin bei den Pathfinding-Algorithmen von Age of Empires 3. Völlig verschwendetes Talent. Denn der Schotte schrieb bereits in den späten 80ern NES-Spiele für Virgin, lieferte dann mit seiner eigenen Firma Trilobite FMV-Games wie The Seventh Guest ab und verbrachte zuletzt einige Jahre bei id Software, wo er Quake 3 Arena designte und dann die Partikel-Engine von Doom 3 schrieb. Das Multitalent sollte sich für Phoenix sowohl um die Story als auch das Gameplay kümmern. Zunächst aber programmierte Tim Age of Mythology,
auf eine Xbox-Controller-Bedienung um. Das zeigte dem Team, wie schwierig es war, überhaupt Dorfbewohner und Gebäude mit dem Controller zu managen. Mit dieser Erkenntnis entschieden sie, komplett von vorne anzufangen. Ihnen stellten sich Fragen wie: Kontrolliert man einen Cursor oder selektiert man Direkteinheiten? Wie bewegt man sich über den Bildschirm? Darf man mehrere Einheiten gleichzeitig steuern? Antworten darauf sowie die Vereinfachung der Wirtschaft und Beschleunigung der Action beschäftigte das Team über Monate hinweg. Um herauszufinden, was funktionierte, spielten sie Games, welche bereits leichte RTS-Elemente enthielten, wie zum Beispiel Pikmin oder Aliens vs. Predator Extinction. Dadurch fanden sie zufriedenstellende Steuerungsmethoden wie eine Gebietsauswahl durch Gedrückthalten des A-Buttons. Nach ungefähr 7 Monaten hatten sie Ringmenü-Variationen mit 8, 12 und 16 Optionen durch und endlich einen Stand erreicht, von dem Tester berichteten, sie könnten das Spiel besser mit Controller als Maus und Tastatur steuern. Zeitgleich verfasste Graham Story samt Charakteren des Science-Fiction-Games. Gemäß dieser erhielt Phoenix eine Art War of the Worlds Setting, bei dem die kolossartigen außerirdischen Kriegsmaschinen der Sway gegen die eher mickrigen Armeen der Menschheit antraten. Nach gut einem Jahr des Prototyping flog Microsofts Management für eine Demonstration ein. Das Xbox-Team liebte augenblicklich den Gedanken, ihr Flaggschiff-PC-Studio würde es mit Sony aufnehmen. Peter Moore, Microsofts Vizepräsident, fürchtete jedoch, Phoenix würde nicht genug Exemplare verkaufen und forderte daher, aus den Sway den Covenant zu machen und der Menschheit den UNSC-Stempel aufzudrücken. Graham, der Monate damit verbrachte, die Charaktere seiner Welt zu kultivieren, konnte sich mit der Umstellung auf Halo überhaupt nicht anfreunden. Für ihn fühlte es sich an, als müsse er sein eigenes Baby gegen ein besser aussehendes eintauschen. Aber Peter ließ ihm keine andere Wahl, entweder Halo oder gar kein Konsolen-RTS. Der Schotte zockte bereits zu id-Software-Zeiten das erste Halo und war damals überrascht, wie gut Bungie die Steuerung gelang. Aber deswegen war er noch lange kein Fan der violetten Außerirdischen. Nachdem er ein Wochenende über die Option der Kündigung nachgedacht hatte, flog er jedoch mit Chris und Angelo nach Seattle, um den Halo Wars Plan mit Bungie zu besprechen. Die Shooter-Veteranen schockierte die Nachricht ähnlich wie Graham zuvor. Sie hatten keinerlei Interesse, ihr IP mit einem anderen Studio zu teilen, beugten sich jedoch augenscheinlich Microsofts Anordnung, wodurch Graham mit Halo-Schreiber Joseph Staten besprach, die Handlung ihres Spiels um das Supportschiff Spirit of Fire zu spinnen, was die Covenant-Aktivitäten auf ihrem Ernteplaneten Harvest untersuchte. Ungeachtet des vorübergehenden Einverständnisses plagten Graham samt Grafikern Bungies Hinhaltetaktiken und die 4 zwischen ihnen liegenden Bundesstaaten. Es schien den Texanern unmöglich, an das Quellmaterial Halos zu gelangen. Was zweifellos auch damit zusammenhing, dass Bungie in ihrem eigenen Halo 3 Zeitplan zurücklag und obendrein mit Microsoft darüber verhandelte, wieder ein unabhängiges Studio zu werden. So stützte Konzeptkünstler Paul Slusser Ensembles Entwürfe auf das offizielle Halo Artbook, Microsofts Marketingabteilung und Screenshots aus dem Internet. Die größte Herausforderung der Objekte war dabei, dass Bungie alles für eine Frontalansicht konstruierte, während der Halo Wars Spieler die Geschehnisse von oben sah. Deshalb mussten Ensembles Grafikkünstler selbst bekannte Gebäude oder Fahrzeuge modifizieren. Einem der Programmierer, Rick Giltrike, platzte dabei eines Tages der Kragen, woraufhin er frustriert 400 Screenshots ausdruckte und sämtliche Büros sowie Toiletten damit beklebte, auf das die Kollegen ihre falschen Halo-Objekte überall vor Augen hatten. Ob das tatsächlich zu den folgenden Grundrichtlinien des Designs führte, steht in den Sternen. Jedenfalls fing Paul an, für UNCs Strukturen stets die gleichen geometrischen Winkel zu benutzen und Covenant-Fahrzeugen einen eher kurvigen organischen Look zu verleihen. Gepaart mit dem grün-metallischen Erscheinen der Spartan-Rüstung und Gold-Highlights wirkten Ensembles Arbeiten damit deutlich authentischer.
Nach gut anderthalb Jahren ohne Halo IP und einem halben Jahr mit, gab Microsoft Halo Wars Mitte 2006 endlich grünes Licht, wodurch Ensemble Studios offiziell Mitarbeiter für das Projekt einstellte. Ein wichtiger Schritt, da die eigentliche Ensemble-Mannschaft zwischenzeitlich über 10 Jahre an Echtzeitstrategiespielen werkelte und nichts mit dem jüngsten Spross zu tun haben wollten. Sie flohen stattdessen zu Titan und Nova. Es dauerte jedoch gerade mal ein halbes Jahr, bis Microsoft Dave's Action RPG einstellte und stattdessen Silic Knights to Human den Vorzug gab. Dave nahm daraufhin eine Art Zelda mit Spionen in Angriff, was optisch in die Richtung von Pixar The Incredibles ging. Das Projekt fruchtete jedoch nie, da Titan sämtliche Grafiker schluckte und Halo Wars die übrigen Programmierer. Ohne Team gedieh Dave so im Spätsommer 2007 zum zweiten leitenden Designer Halo Wars. Was sich besser anhörte als es war, denn Graham und Dave stritten unablässig darüber, in welche Richtung das Gameplay Halo Wars ging. Egal, ob es um die Einheitengröße, die Kosten der Wirtschaft oder ob Basen verbunden oder getrennt sein sollten ging, die beiden einigten sich nie. Nach ihrem größten Streit um die sogenannte Rule of Eight, also dass der Spieler maximal 8 Einheiten selektieren durfte, gab Graham auf. Er überließ Dave das Gameplay-Management und widmete sich nur noch Halo Wars Plot. Die Öffentlichkeit bekam das nur in Form der drastischen Änderung von Grahams E3 2007 Demo zu Daves späterer Release-Version mit. Grahams Bruce Willis ähnliche Story um Sergeant Forge erstreckte sich 20 Jahre vor dem Halo-Event von Bungies erstem Shooter, was dem Spiel zugute kam, da sie multiple Spartans einsetzen durften. Doch gemäß Bungies Vorlage war der Master Chief dieser unschlagbare Held, was im gleichen Problem resultierte wie bei den Helden Age of Mythologies. Wenn ein Spartan innerhalb von 5 Sekunden starb, fühlte er sich nicht heroisch an. Umgekehrt funktionierte mit übermächtigen Spartans jedoch das Steinpapier-Schere-Prinzip der Strategiespiele nicht. Ensembles Lösung wurden ganze Armeen von Spartans, ein Veteranenstatus sowie eine Spezialfähigkeit. Die offensichtliche Wahl wäre gewesen, feindliche Waffen aufnehmen zu können. Aber das hätten Manga-artige Riesenwaffen sein müssen, damit der Spieler sie auf dem winzigen Schlachtfeld erspähte. Weshalb das Team entschied, Spartans feindliche Fahrzeuge wie einen Res übernehmen zu lassen. Der Spieler drückte also den Y-Button, worauf der Spartan in bester GTA-Manier auf den feindlichen Panzer sprang, die Klappe aufriss, den Fahrer rauswarf und losfuhr. Zeitgleich verlieh die Stufe des Spartans seinem Fahrzeug eine höhere Stufe, wodurch der Spartan quasi zum Kingmaker mutierte und sich wahrlich episch anfühlte. Hinzu kamen selbstverständlich kleine Gimmicks, wie über den Trigger-Button Granaten werfen zu können, genau wie es in der Shooter-Vorlage funktionierte. Durch derartige Kleinigkeiten fühlen sich Halo-Fans augenblicklich heimisch. Nicht jeder Kritiker stimmte ein und lobte die rationalisierte Steuerung, aber die meisten sahen es als einen soliden Schritt in die Richtung guter Konsolen-RTS. Mit einer 82-Punkte-Durchschnittswertung und über 1 Million verkauften Exemplaren innerhalb der ersten 4 Wochen reihte sich Halo Wars bei seinem Februar 2009 Erscheinen in Ensembles Erfolgshistorie ein. Bereits seitdem Origin Systems Ultima Online Beta parallel zum ersten Age of Empires erschien, juckte es Tony in den Fingern. Er wollte ein MMORPG produzieren. Als Blizzard Entertainment dann im März 2004 die World of Warcraft Beta startete, stimmte die restliche Belegschaft mit ein. Aber was noch viel wichtiger war, Blizzards MMORPG veranschaulichte eindrucksvoll, dass sich derartige 30 oder 40 Millionen Dollar Investitionen auszahlten. Es war der Ball des Anstoßes für Ensembles Titan-Projekt, was Produzent Patrick Hudson und Lead-Designer Ian Fisker handhabten. Ian selbst erforschte schon seit den ersten MUDs die Online-Welten. Während dieser mit einem kleinen Team am ersten Prototypen schraubte, stand in Bezug auf das Setting lediglich fest, es dürfte nicht in Richtung Fantasy gehen. Als dann synchron Microsofts Anordnung kam, Phoenix müsse im Halo-Universum spielen, stand für Tony fest, auch Titan würde diesen Weg einschlagen.
Denn so könnte ihr MMORPG problemlos 1 Milliarde US-Dollar Gewinn für Ensemble und Microsoft generieren. Zudem wäre es natürlich der Grund, dass Microsoft überhaupt die eigentliche Produktion bewilligte. So arbeitete Sandy Peterson das Hintergrundmaterial für das Halo MMORPG aus. Entgegen Bungies First-Person-Shootern siedelte er das Werk gut 100.000 Jahre in der Vergangenheit an. In der Zeit, bevor die ringförmigen Halo-Energiewaffen das erste Mal aktiviert wurden, die Flood auf dem Vormarsch war und die Blutväter die Galaxie dominierten. Der Spieler sollte sich in diesem Universum für die Vorväter des Covenants oder der Menschheit entscheiden. Aber dazu kam es nie. Nach mehreren Prototypen und Demonstrationen erhielt Tony in der Tat die Genehmigung von Shane Kim, Microsoft Game Studios damaligen Geschäftsführer. Aber in der Zeit, wo Tony den Bau von Ensembles neuem Campus plante, stellte Microsoft das MMORPG ein. Mit 2 Jahren Arbeit an dem Projekt wollte Tony selbstverständlich die Hintergründe der Entscheidung erfahren. So flog er kurz darauf für ein privates Treffen mit Shane nach Redmond. Von ihm vernahm er, Microsoft plane, die Age of Empires Entwicklung zu verinnerlichen und die Ensemble Studios zu schließen. Eine äußerst schwer zu verdauende Nachricht. Shane bot Tony an, sein Studio zurückzukaufen, worin dieser jedoch wenig Sinn sah. Stattdessen gelangten sie gemeinsam zu einer Lösung, von der beide Seiten profitierten. Microsoft unterstützte Tony bei der Gründung eines neuen Studios, das primär neue IPs für Microsofts Plattform produzierte. Aber zeitgleich ein anderes Entwicklerteam anlernte, Age of Empires Spiele zu entwickeln. Auf diese Weise konnte Tony zumindest einen Teil seiner Belegschaft retten. Gerüchten zufolge kam die eigentliche Entscheidung zur Einstellung und Schließung Ensembles von Don Matrick. Denn Microsoft stellte den ehemaligen Electronic Arts Präsidenten damals ein, um die Microsoft Game Studios profitabel zu machen. Aber selbst mit Tonys günstigsten Prognosen überschritt das Halo MMORPG die gewährte Zeitspanne um ein halbes Jahr. Was bedeutete, das texanische Studio war ein großer Kostenfaktor ohne echten Gewinn. Auf der anderen Seite schien es reiner Gewinn, wenn Don die Ensemble Studios nach der Halo Wars Fertigstellung einfach schloss. Dadurch arbeitete das mittlerweile rund 120 Mann starke Ensemble-Team über 2008 hinweg an Halo Wars und Age of Empires 4. Nicht nur wegen den gestoppten Bauarbeiten des neuen Ensemble-Studios Campus hörte die interne Gerüchteküche bis Herbst jedoch nicht auf zu brodeln. Sie endete an einem Montag im September 2008, 4 Monate vor dem angestrebten Halo-Erscheinen. An dem Morgen traten Tony Goodman und Microsofts Shane Kim gemeinsam vor die versammelte Ensemble-Belegschaft und verkündeten die bevorstehende Schließung. Tony beschrieb die Pläne der Robot Entertainment Gründung und dass er ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter dorthin übernehmen könnte. Den restlichen sicherte Microsoft ein großzügiges Bonuspaket zu. Würden sie bis zur Auslieferung von Halo Wars bleiben, erhielten sie 8 Monate zusätzliche Bezahlung. Paul und David Bettner kündigten auf der Stelle. Sie gründeten gleich um die Ecke in McKinney Newtoy, was sie bereits 2 Jahre später für 53 Millionen Dollar an Zynga verkauften. Grafik-Engine-Programmierer Rick Geldreich kündigte ebenfalls sofort und wechselte zu Valve. Der Rest blieb zu Microsofts Konditionen. Sie verarbeiteten ihre Gefühle im Halo Wars 5 Years of Hell Trailer. At first it was going well, then setback after setback. Loss after loss. Made what was going to be a quick and decisive win into 5 years of hell. Ob Angelo Lorden, Brad Crow, Ian Fisker oder Timothy Dean, sämtliches Führungspersonal Ensemble Studios bekleidete ähnliche Rollen bei Robot Entertainment. Zu den wenigen Ausnahmen zählten Greg Street und Bruce Shelley.
Greg wechselte stattdessen zu Blizzard Entertainment, wo er an StarCraft II, Wings of Liberty und den späteren World of Warcraft-Erweiterungen arbeitete. Bruce beriet nach seinem Ensemble-Ausstieg Blue Byte bei ihrem siebten Siedlerspiel und der Anno-Spielereihe. Die andere Hälfte Ensemble Studios gründete infolge der Schließung Startups wie Bonfire Studios, Windstorm Studios, Pixelo City, Fuzzy Cube oder DRL Games. Robot Entertainment blieb dem Strategiespielgenre überwiegend treu, wenn auch mit actionreichen Tower Defense Games wie Orcs Must Die oder rundenbasierenden Strategiespielen wie Hero Academy. Wie vereinbart setzten sie die Age of Empires Reihe fort. Der von ihnen programmierte Nachfolger mutierte namentlich von Age of Empires 4 zu Age of Empires Online, was den Heimatstadtansatz des dritten Teils weiter ausbaute. Diese Hauptstadt durfte der Spieler nun individuell gestalten und andere Spieler des MMOs konnten sie besuchen. Robot Entertainment steuerte ebenso die ersten zwei Zivilisationen, die Ägypter und Griechen, bei. Dann übergaben sie die verbleibenden Entwicklungsschritte an Chris Taylors Gas-Powered Games. Chris schrieb bereits das parallel zum ersten Age of Empires entstandene Total Annihilation und war mittlerweile von seiner Science-Fiction-RTS-Reihe Supreme Commander zum mittelalterlichen Setting von Kings and Castles übergegangen, wodurch deren Publisher Microsoft ihnen die Fortführung Age of Empires anvertraute. Bedauerlicherweise lebte die comichafte Online-Variante lediglich 2 Jahre. Mit der Vollendung der 6. spielbaren Zivilisation stoppten die Redmonder 2013 Gas-Powered Games Content-Produktion, zeitgleich mit der Einstellung ihres Games for Windows-Marktplatzes. Parallel zu Ensemble Studios Niedergang hatten sich die zwei treibenden Kräfte hinter Age of Empires Genie Engine bei Valve bzw. Hidden Pass Entertainment wiedergefunden. Matthew Pritchard, welcher den Großteil der Grafik-Engine schrieb, und Mark Tirano, der für die Netzwerkkommunikation sorgte sowie Teil 2 designte, hatten zwischenzeitlich bei Valve Counter-Strike Global Offensive abgeliefert, als Matt auf eine Idee kam. Er bemerkte, wie weiterhin unglaublich viele Fans die 2D-Age-Games spielten, wovon es bislang keine digitale Version gab, die sich über Plattformen wie Steam erwerben ließen. Weshalb Matt Microsoft vorschlug, die einst für Dell Notebooks entwickelte, nicht CD-gebundene Version Age 2s mit einem Grafik-Update für HD-Auflösung zu versehen. Auf diese Weise brachte Hidden Pass ein halbes Jahr vor der Age of Empires Online-Einstellung Age of Empires HD heraus. Zu diesem Spiel reichten sie in den Folgejahren 3 weitere offizielle Erweiterungssets nach: The Forgotten, The African Kingdoms and Rise of the Rajas. Dieser HD-Version und einigen ehemaligen Westwood Studios Mitarbeitern war es schlussendlich zu verdanken, dass Microsoft eine Dekade später die geplante Internalisierung Age of Empires abschloss. Denn Westwood Studios ehemaliger Design Director Adam Icegreen war mittlerweile über Electronic Arts und Petroglyph Games bei Microsoft angelangt. Nachdem er Rares Killer Instinct für Windows sowie Xbox One remasterte, beobachtete er, wie intensiv Fans ihre Steam-Versionen von Age of Empires 2 und 3 spielten, woraus der Gedanke eines echten Nachfolgers entsprang. Während sie dieses in Kooperation mit dem kanadischen Relic Entertainment planten, realisierten sie den schlechten Zustand der mittlerweile 20 Jahre alten Spiele. So riefen Adam Icegreen und Shannon Loftis Ende 2016 World's Edge ins Leben, ein Microsoft-internes Studio, das in Zusammenarbeit mit Forgotten Empires und Tantalus Media moderne Definitive Edition getaufte Neuauflagen der Klassiker produzierte. Hinter Forgotten Empires steckten in dem Fall Age of Empires Modder der gesamten Welt und Tantalus Media war ein australischer Videospielentwickler, der unter anderem mit Cities Skylines ein SimCity-artiges Aufbauspiel für Nintendo Switch und Google Stadia realisierte, womit sie über viel Übung im Umgang mit Konsolenstrategiespielen verfügten.
Angetrieben von Phil Spencers bohrenden Fragen realisierten die drei Studios 2018 Age of Empires 1 und dann parallel 2 sowie 3 für PC sowie Xbox One. Diese Version stützen sich neben neu modellierten 3D-Modellen sämtlicher Objekte ebenfalls stark auf Automatisierungssysteme sowie ein neues Interface. Ähnlich Relic Entertainments offiziellem Age of Empires 4 Spross beauftragte Microsoft Creative Assembly mit der Halo Wars 2 Produktion. Ein britisches Studio, das einst von Tim Ensel gegründet wurde, der wiederum Jahrzehnte zuvor bei Halo Wars Schöpfer Graham Devine in die Lehre ging.